Altenburg im Emsland. Hier entsteht Großes. Bis zu 350 Meter lange Kreuzfahrtschiffe für rund 5200 Passagiere. Galileo-Reporter Martin Dunkelmann versucht sich als Schiffsbauer in der größten Werft Deutschlands. Also ich habe ein bisschen Respekt davor. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das falsch mache, wenn ich ehrlich bin. 3 Tage harte Arbeit unter extremen Bedingungen. Papenburg ist für eins bekannt, die größte Werft Deutschlands. Hier ist alles XXL. Riesige Schiffe, gigantische Kräne, mega Bauteile. Ich hoffe mal, ich gehe hier nicht verloren und dass die mich auch an die ganz großen Maschinen ranlassen. Vor Ort wartet Schiffsbauausbilder Andreas bereits auf Martin. Hi. Hallo. Hi. Ich habe einen Helm für dich und eine Brille. Bitte den ganzen Tag auflassen und dann zeige ich dir alles. Na gut, ich bin gespannt. Kann losgehen. Kann losgehen. Auf dem Werftgelände stehen 2 Werkshallen, in denen die größten Kreuzfahrtschiffe Deutschlands entstehen. Ob Ingenieure, Architekten, Schweißer, Projektmanager, Mechaniker oder Logistiker. Über 3500 Menschen arbeiten im Moment parallel an 2 Ozeanriesen. In Halle 2, der größeren der beiden, steht bereits ein halbfertiges Schiff. Im Herbst soll es die Werft verlassen. In dem Stadion lernt Hobbymatrose Martin ein Kreuzfahrtschiff aus einer ganz neuen Perspektive kennen. Also ich wollte schon immer mal in so einen Trockendock rein. Jetzt bin ich drin und das Gefühl ist ganz speziell. Ich fühle mich winzig klein wie ein Zwerg neben diesem riesigen Koloss. Das ist atemberaubend, ey. Wenn du da unten drunter stehst, dann hast du immer so das Gefühl, wenn hier irgendetwas wackelt oder schief geht, dann bin ich in der falschen Position. In mehreren Hallen werden die Schiffe in Teilen gefertigt und erst später zusammengesetzt. Martin ist mit Andreas sowie den Azubis Leon und Pascal auf dem Weg in eine Halle, in der gerade das Schiffsmittelteil inklusive Restaurant entsteht. Dort wartet die erste Aufgabe: Schweißen. Eine der wichtigsten Arbeiten. Insgesamt 1000 Kilometer Schweißnaht gibt es auf dem Schiff. Da kannst du jetzt die Kehlnaht schweißen. Ja, hier lang oder was, ne? Okidoki. Was für eine Wand schweiße ich denn hier? Wird das später irgendwie eine Kabine, wird das ein Restaurant? Was ist das? Ja, es ist hier ein öffentlicher Bereich später. Es könnte, muss ich jetzt nachher genau schauen, es könnte ein Restaurant werden. Also im öffentlichen Bereich sind wir hier. Also hier muss alles schön aussehen. Okay. Genau. Und halten muss es auch. Und halten muss es auch. Das kriegst du hin. Martins Ziel, die Schiffswand mit dem Boden verschweißen. Dazu muss er die bereits vorhandenen Nähte mit insgesamt 10 Schweißnähten verbinden. Azubi Pascal und Ausbilder Andreas schauen ihm genau auf die Finger. Wie lange hättest du normalerweise Zeit für so eine Wand? Wie ist der Zeitplan? Also genau kann man das nie so genau sagen, je nachdem wie dick die Schweißnaht sein muss. Aber ungefähr 30 cm pro Minute hast du. Schweißerneuling Martin bekommt dafür jedoch mehr als doppelt so viel Zeit. Wichtig, die Naht muss gerade sein und darf keine Lufteinschlüsse haben. Sonst muss ein Kollege sie nachher komplett entfernen und neu machen. Also ich habe ein bisschen Respekt davor. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das falsch mache, wenn ich ehrlich bin. Aber mal gucken. Aber woher kann Martin eigentlich schweißen? Einen Tag zuvor. Ausbilder Andreas führt Martin in die Lernwerkstatt der Werft. Dort bekommt er einen Crashkurs in Sachen Metallbearbeitung. Denn Schweißen und Brennschneiden gehören zu den Basics beim Schiffsbau. Ich wollte nicht gleich an die großen Sachen ran. Ich wollte an die Schiffe oder irgendwas. Aber natürlich musste ich erst mal im Kleinen anfangen, in der Werkstatt. Leon macht eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker. Er war mehrere Monate in der Lernwerkstatt, bevor er ans Schiff durfte. Welches Layer bist du? Ich bin jetzt im Drin. Und, macht Spaß? Macht super Spaß, klasse. 3,5 Jahre muss man. Und wir stehen jetzt kurz vor den Prüfungen. Ist gut. Martin hat nur Zeit für einen eintägigen Crashkurs. Die Jungs bringen ihm in der Werkstatt in kürzester Zeit alles übers Schweißen bei, was er wissen muss. Aber ein Naturtalent ist Martin leider nicht. Wenn ich jetzt an einem Schiff sowas schweißen würde, würde das überhaupt was aushalten oder was würde dann passieren? Wie du es jetzt da geschweißt hast? Ja. Würde auseinanderbrechen, hier, ne? Du hast ja hier das Material unten gar nicht gebunden. Das siehst du ja. Hier hast du ja nichts gebunden, ganz unten. Das heißt, du hast ja nur das obere Blech aufgeschmolzen und das hält dann gar nichts. Beim Schweißen kommt es vor allem auf den richtigen Winkel und eine konstante Geschwindigkeit an. Sonst wird die Naht undicht.
Wenn Martin auf dem Schiff schludert, muss jemand anderes seine Naht ausbessern. Denn die Werft, die das Schiff in Auftrag gegeben hat, kontrolliert am Ende jede einzelne Schweißnaht. Das sieht gut aus? Ja! Yeah. Aber tatsächlich muss ich sagen, finde ich es auch gar nicht so schlecht. Das ist einigermaßen eben, oder? Ja. Die erste Naht hat tatsächlich bestanden. Weiter geht's. Und so viel können wir verraten. Martins Höhenflug hält nicht lange an. Das muss der Pascal noch mal nacharbeiten. Das nachgearbeitet werden. Martin war zu schnell und seine Naht ist schief. Dadurch ist sie instabil und würde auf Dauer nicht halten. Das ist laut, das stresst irgendwie. Und der Gedanke daran, dass ich hier auch, wenn ich was falsch mache, echt ein echtes Stück Schiff kaputt mache, der stresst ein bisschen. Bevor es mit dem Schweißen weitergeht, hat Martin Zeit zum Durchatmen. Gemeinsames Mittagessen in der Kantine mit den Kollegen. Sag mal, Leon, wie kam bei dir die Entscheidung zum Beruf? Das ist halt ein großer Unternehmen hier in unserer Nähe. Und durch Familie auch vieles gehört. Und einfach Lust drauf gehabt. Ne? Die Werft zählt zu den größten Arbeitgebern in der Region. Ich frag mich immer, das habe ich ja auch dich vorhin schon gefragt, ne, ob man eine Verbindung hat zu den einzelnen Schiffen, die dann da rausrollen, oder ob das am Ende nur ein großer Haufen Stahl ist. Definitiv, vor allem warst du selber dabei, hast selber mit angepackt, sage ich mal. Man schnappt sich das Fahrrad, wenn es Überführung ist, also das Schiff überführt wird, man fährt hin mit der Familie, guckt sich das nochmal an und hört auch so ein bisschen von den Leuten, die von außerhalb kommen, und man ist stolz darauf, damit zu gearbeitet zu haben. Ne? Viele der Mitarbeiter waren selbst noch nie auf einer Kreuzfahrt. Doch den Moment, wenn ein fertiges Schiff aus der Werft in die Ems geschleust wird, lassen sie sich nicht entgehen. Tausende Menschen reisen zum Spektakel an. 3 Jahre dauert es, bis ein 350 Meter langes Kreuzfahrtschiff die Werft verlässt. 18 Monate Planung plus 18 Monate Bauzeit. Dabei entstehen die Schiffe Schritt für Schritt im Blockbauprinzip. Auch Martin will seinen Teil dazu beitragen. Aber er kommt schnell an seine Grenzen. Ich fühle mich jetzt schon gerade nach 10 Minuten total im Sack, weil ich so unbequem auf dem Boden knien muss. Wie ist es, wenn du 7 Stunden lang schweißt? Ja, in einer Zeit gewöhnst du dich halt dran, ne? Und wir haben auch extra dann Kniekissen, wenn wir den ganzen Tag auf Knie sind. Am Anfang ist das natürlich auch schwierig und ungewohnt, aber jemand nach Arschung ist da Routine drin. Weniger jammern, mehr arbeiten, Martin. Nach einer halben Stunde hat er die 3 Meter lange Wand mit insgesamt 10 Nähten verschweißt. Statt 30 Sekunden hat er mehrere Minuten pro Naht gebraucht. Wie lautet das Gesamtfazit? Fazit von den Nähten, wie viele davon musst du nacharbeiten, wie viele können so bleiben? Zumindest 2 müssen nachgearbeitet werden. Einmal die hier vorne und die da hinten, wo du zu schnell warst. Er meinte zu mir, von diesen 6, 7, 8, 9 Schweißnähten mussten nur 2 überarbeitet werden. Das ist schon gut, oder? Damit ist Tag 2 fast zu Ende. Martin hilft auf dem Rückweg noch, das Werkzeug aufzuräumen. Im späteren Maschinenraum ist die Baustelle nicht nur laut, sondern auch eng. Martin muss genau aufpassen, wo er hintritt. Aber sag mal, du kannst jetzt hier, wenn du hier unten durchläufst, auf verschiedenste Arten und Weisen irgendwo reinfallen, dich irgendwo verletzen. Na klar. Wie oft kommt das bei euch vor? Also ich muss dazu sagen, das kommt leider Gottes täglich hier vor, gerade umknicken, irgendwo leider Gottes reinfallen, reintreten, das ist leider Gottes hier so. Du musst echt aufpassen, das ist ne? Dabei, ja. Denn wenn du hier was falsch machst, dann passiert nicht irgendwie ein kleiner Schnitt, sondern der Finger ist ab. Oder die ganze Hand oder irgendwas. Also musst du hier aufpassen, weil alles, was du in der Hand hast, ist entweder sehr schwer, sehr groß, sehr heiß. Das heißt, Verletzungen sind dann immer ordentlich. Deshalb gilt auf dem gesamten Gelände für jede Person die Helmpflicht. Und überall stehen Feuerlöscher bereit. Nach 8 Stunden hat Martin Tag 2 mit der Basisarbeit auf dem Rohbau geschafft. Tag 3 auf Deutschlands größter Werft. Heute darf Martin in die große Halle aufs andere Schiff. Das sieht im Gegensatz zum Rohbau auch schon eher aus wie ein richtiges Kreuzfahrtschiff. In 4 Monaten soll es die Werft verlassen. Aber etwas fehlt noch, der Ort, an dem die Gäste schlafen. Die Kabinen werden in einem anderen Bereich zusammengebaut und kommen als möblierte Räume per Kran auf dem 15. Deck an. 2 Tonnen per Lufttransport. Martin soll beim Einbauen helfen. Holger leitet Martin an. Er arbeitet seit 18 Jahren auf der Werft und baut jeden Tag Kabinen ein.
jede halbe Stunde kriegen wir eine Kabine hergeliefert. Und dann muss sie rein? Dann muss sie rein. Das heißt, du hast eine halbe Stunde Zeit, um die in Position zu bringen? Ja, richtig. Und dann wir bringen die rein. Anschließend kommt quasi, haben wir das Team, was da ist. Okay. Die verschweißen die, dann richten die aus quasi. Machen sie fest. Es muss also schnell gehen. Schon ist Martins erste Kabine da. Die soll er nun mit dem Hubwagen an ihren Platz schieben. Vier Mann passen von allen Seiten mit auf, denn Martin hat nur wenig Spielraum. Das ist ja Millimeterarbeit hier. Ja. So bauen die Arbeiter insgesamt 2600 Kabinen für über 5000 Passagiere auf dem gesamten Schiff ein. Und irgendjemand wird einmal in Martins Kabine schlafen. Was? Ah, die gucken alle so, das ist so geil, weil die alle, die gucken so unentschlossen, ob es passt oder nicht. Aber ist okay, ja? Ist okay. Kannst du mal sie runterlassen. Das fährt sich zurück. Erste Kabine. Wer mal irgendwann in einem Kreuzfahrtschiff in Kabine 15.727 schläft, das wird der Kabinenname sein später. Die habe ich eingebaut. Jedenfalls mitgeholfen einzubauen. Das Türschloss funktioniert sogar schon. Und mit etwas Fantasie kann Martin das Endergebnis erahnen. Ist noch nicht ganz so luxuriös, wie es werden wird, ne? Aber kann man sich schon vorstellen. Bett hier, Fernseher ist schon da, sehr gut. Und so etwa wird das Zimmer aussehen, wenn die ersten Gäste dort übernachten. Die Führung ist vorbei, die nächsten Kabinen warten schon. Bis zu 10 Kabinen baut das Team in einer Schicht ein. Noch nicht? Ey, ich bin klitschnass geschwitzt. Dabei baut Martin gerade erst die zweite Kabine mit ein. Mit Hilfe seiner Kollegen kommt auch das Badezimmer. Von Kabine 15737 von der Plattform bis zum endgültigen Platz auf dem 15. Deck. Hey, du rammelst ständig irgendwo gegen und wenn dich jemand sagt runter oder hoch, fährst du halt so ein Rohr ab oder ein Kabel oder irgendwas. Ohne Teamwork geht's nicht. Während die nächste Kabine auf die Plattform geladen wird, ist auf Deck Zeit zum Durchschnaufen. Holger, fährst du selber auch Kreuzfahrten? Fährst du selber auch Kreuzfahrten? Nein. Das finde ich immer so witzig. Alle Mann, die ich frage, sagen, ich fahre selber nicht. Aber ihr baut die ganzen geilen Schiffe zusammen. Richtig. Schräg, ne? Aber wir haben jeden Tag damit zu tun. Irgendwann kann man es ja nicht mehr sehen. Richtig. Guck mal, da unten könnten wir uns jetzt ein schönes Bier holen. Da sind die Poolanlagen. Als Belohnung kriegt Martin aber kein Bier, sondern die ultimative Aufgabe, von der er schon als kleiner Junge geträumt hat. Kranfahren. Es geht hoch hinaus, fast 40 Meter, um genau zu sein. Mitten in der großen Werkshalle bewegen die Kranführer tonnenschwere Teile quer durch die Halle. Und das darf Martin jetzt auch machen. Du hast ja den besten Arbeitsplatz hier in der ganzen Werft. Man kann sich nicht beschweren. Oh, geil. Martin bekommt eine genaue Einweisung zur Steuerung. Außerdem ein Funkgerät, um mit den Leuten an Deck zu kommunizieren. Die leiten ihn von unten an. Er soll jetzt einen Müllcontainer vom Deck holen. Sag mal, wie ist das? Du hast da hier als Kranführer auch eine Verantwortung für alle anderen, die hier auf den Decks rumrennen und sowas, ne? Ja, natürlich. Also wir müssen immer darauf achten, dass sämtliche Lasten sicher sind. Wir unterschreiben da ja auch für, weil wir die Verantwortung haben. Wir sagen immer, wir stehen mit einem Bein im Gefängnis, wenn was passiert. Das ist ja alles abgesichert. Viel Verantwortung für unseren ungeübten Reporter. So, da steht ein blauer Müllcontainer. Der da? Den einmal ansteuern. Boah, geil. Also jetzt holen wir den Müllcontainer weg. Ich würde jetzt sagen, ich bin schon, weil da sehe ich es ja nicht. Am besten geht, wenn man jetzt runterlässt den Haken. Ja, ich wollte gerade sagen, Haken runterlassen, ne? Ja, kannst ruhig erst in vierte Stufe ruhig runterfielen. Also da, den Müllcontainer, siehst du? Da, wo der Kollege steht, genau. Ja, das ist ja Präzisionsarbeit am Ende, ne? Gar nicht so einfach aus der Entfernung. 2 Tonnen hält er in der Luft. Gleich neben brandneuen empfindlichen Glasscheiben. Tatsächlich schwankt der Container zu stark. Oliver muss eingreifen. Das Schwierige beim Kranfahren ist, dass du an dem Haken die Last hast und wenn du den Kran bewegst, dann fängt das an zu schwingen. Und wenn die Last ein bisschen zu weit schwingt, dann kann sie auch gut und gerne mal in das Kreuzfahrtschiff reinschwingen, was da direkt nebenan steht. Das heißt, du musst immer höllisch aufpassen, wie du deinen Joystick bewegst. Du musst da an den Träger vorbei, ne? Ah, ein bisschen zurück noch, ne? Genau, jetzt fährst du gleich, warte, jetzt kommt er nach vorne, jetzt fährst du nach. Ruhig, vierte Stufe 4. Der Kollege ist unten. Ja? Ja. Vierte Stufe 4.
Ich will ja niemanden platt machen da oben. Naja, der ist ja da. Er ist ja vor Ort. Ja, genau, ja. Um ihn habe ich ja Angst. Nee, da kannst du genau zwischendurch. Der Kollege unten macht das auch schon 20 Jahre, der hat dich im Blick. Die kritischen Stellen hat Martin geschafft. Jetzt muss er den Container nur noch abladen. Abgesetzt. Wunderbar. Wuhu. Ich war ja selten nach einem Dreh so fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was mich hier echt fasziniert ist, wie viele Menschen hier Hand in Hand zusammenarbeiten, damit ein Kreuzfahrtschiff entsteht. Ohne echtes Teamwork geht hier gar nichts. 3 Tage hat Martin als Schiffsbauer in der größten Werft Deutschlands mitgearbeitet. Seinen Feierabend hat er sich verdient.